Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich habe mich hier mal so ein bisschen ungepflegt hingepflanzt. Es ist Mittag und ich möchte gern meinen Tagesabschluss von gestern einmal mit euch besprechen. Gestern war Sonntag, wie ihr wisst, und ich habe es wieder nicht auf die Reihe gekriegt, das am Abend zu drehen. Ehrlich gesagt habe ich das vergessen. Also ich möchte gerne diesen Tagesabschluss immer abends drehen, aber ich vergesse es auch oft. Das muss ich unbedingt mir jetzt mal angewöhnen. Genau, also, wie war der Tag gestern? Er war relativ ruhig und ein bisschen langweilig teilweise auch, aber ich finde Langeweile gar nicht so schlimm, dass ich dann sage, okay, also das ist jetzt ganz furchtbar, weil man langweilt sich den ganzen Tag, sondern Langeweile hat bei mir immer viel mit Erholung zu tun, sodass ich dann mich eigentlich nur dann langweile, wenn ich tatsächlich auch das brauche, ja, weil sonst langweile ich mich nicht. Dann bin ich immer irgendwie in Action. Und gestern war mal so ein Tag wieder mal, wo ich merkte, dass mir die Lust an allem so ein bisschen abhanden gekommen ist. Also ich suche jetzt gerade mal wieder so meinen Platz im Leben. Darüber haben wir in den letzten Tagen ja schon oft gesprochen und ich bin so weit, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe brauchte gestern. Heute bin ich schon wieder voll in Action hier. Es ist schon Mittag und ich habe schon wieder so viel gemacht, dass ich mir dachte, mein Mann war ja auch hier und meine Enkelin. Am Morgen fing ich dann schon wieder an, hier im Büro rumzuwerkeln. Da habe ich mir gedacht, nein, das lässt du jetzt und gehst zu der Kleinen. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Dann hat sie sich aber mit ihrem Handy im Zimmer verkrümelt und mein Mann und ich saßen kurz vorm Haus, haben überlegt, wie wir so weiter verfahren werden. Das war aber viel zu heiß. Das Wetter drückt ja auch so aufs Gemüt, ne? Weil das so schwül warm ist hier bei uns jedenfalls. Und dann haben wir gedacht, nee, wir setzen uns vorm Fernseher. Das Wetter macht auch wirklich müde. Und egal, was du machst, du fängst sofort an zu schwitzen. Ich mag das gern. Mir macht das Wetter jetzt nichts aus. Hat auch bei mir nichts mit dem Wetter zu tun. Aber mein Mann mag das gar nicht. Hararet Basio, sagt er dann immer. Also ja, es wird ihm heiß und er schwitzt überall. Mag er überhaupt nicht, wenn es dann so wässrig runterläuft, überall am Körper der Schweiß. Naja, auf jeden Fall hat er sich dann vor den Fernseher gesetzt und wir haben unsere Serie Sonjas zu Ende geguckt, also der letzte Sommer. Das ist ja eine türkische Serie, davon hatte ich euch in den letzten Tagen schon berichtet. Und die ging jetzt zu Ende, den haben wir den letzten Teil geguckt gestern. Und damit sind wir ganz genau, glaube ich, so um 6 fertig geworden. Ich habe natürlich immer rumgewerkt, ich habe mich mit der Kleinen beschäftigt. Die hat aber am Handy den ganzen Tag eigentlich auch sich beschäftigen wollen. Das darf sie dann auch, bei Oma darf sie fast alles. Und wir haben aber auch zusammen uns ein bisschen vorm Fernseher gesetzt. Wir haben ein bisschen was gemacht. Spazieren gehen wollte sie nicht, raus wollte sie auch nicht. Bei dem Wetter ist auch kein Wunder. Also man kann einfach nur, also gestern war wirklich ganz schlimm. Heute ist auch nicht besser, muss ich sagen. Naja, also wir haben letztendlich ein Wochenende, ein richtiges Fernsehwochenende gemacht, aber das machen wir sehr gerne, finden wir immer ganz schön, für mich sowieso was ganz Neues, weil ich sitze sehr selten vor dem Fernseher und Fernsehen gucke ich sowieso nicht, wir gucken eigentlich immer YouTube und wenn ich gucke, dann eigentlich nur in Gesellschaft, also mit meinem Mann, weil der guckt und ansonsten gucke ich das nicht. Ja, ich gucke YouTube oder ich lese auf Webseiten, ich bilde mich weiter oder irgendwie was mache ich immer an Recherchearbeit, aber dass ich mal so einen Film gucke, ist sehr selten. Das war früher schon öfters so, bevor ich da nach Bad Oldesloe gefahren bin, habe ich öfters auch mal meine türkischen Serien geguckt, aber das ist auch total weg. Ja, das habe ich mir total abgewöhnt dort und mag ich inzwischen auch nicht mehr. Ist ja auch, muss ja nicht sein, der muss ja nicht mehr so einen Kram gucken. Aber wie gesagt, mein Mann macht das ganz gerne. Das haben wir am Wochenende gemacht. Ich hatte ja auch Essen gekocht, hatte ich euch auch gezeigt, hatte ich euch auch mitgenommen. Nichts Besonderes natürlich wieder. Bitte keine bösen Sachen drunter schreiben. Ich koche halt das, was mein Mann gerne isst, was er gerne mag. Und das ist eigentlich immer das Gleiche. Und ich bin eigentlich auch richtig, richtig froh, dass ich mir da keine tollen Gerichte ausdenken muss wie früher. Das war ja früher ganz schlimm. Er hat ja wirklich, er wollte jeden Tag was anderes mit verschiedenen Suppen und verschiedenen Sachen. Und nee, das hat er ganz abgewöhnt. Und hat sich da vielleicht so ein bisschen bei mir das abgeguckt. Ich esse ja auch immer das Gleiche und ein Glück sind wir da jetzt, ticken wir relativ gleich. Seit vielen Jahren schon nimmt er mir da die Last ab und er ist auch nicht so, dass er jetzt so pingelig ist. Er isst sehr viel und nicht so kompliziert. Ist auf jeden Fall in Ordnung.
Die Kleine hat auch mitgegessen. Das hat mich gewundert, dass sie auch Fleisch und Kartoffeln und so gegessen hat. Mein Mann hat ihr das klein geschnitten, hat ihr gut geschmeckt. Also beide waren satt. Ich mag das ja nicht. Ich hatte auch noch Nudeln mit Käsesoße, hatte ich aber keinen Hunger drauf. Hatte ich euch ja in dem Vlog auch erzählt. Naja, dann kam später auch mein Sohn, hat die Kleine abgeholt. Mein Mann ist dann ins Dorf gefahren. Und dann war ich wieder alleine, ne? Oma wieder allein zu Hause, fand sie gar nicht gut. Zumal ich wieder den ganzen Nachmittag eingeschränkt wurde mit den letzten beiden Clips, Videoteilen, die ich hatte. Das ging mir so auf die Nerven, wirklich, wirklich. Ich war schon wieder da dran, alles zu löschen, meinen ganzen Kanal zu löschen, alles zu löschen, wirklich alles, weil ich habe echt keinen Bock mehr drauf, ja. Eingeschränkt zu werden wegen, naja, gut, darüber haben wir uns gestern auch schon aufgeregt. Gut, und dann habe ich... war Oma auch wieder so ein bisschen traurig, weil die Kleine ja weg war. Und ich bin dann immer, wenn man gewöhnt sich, ich gewöhne mich immer so schnell, ich bin so gern mit meinen Kindern und Enkeln zusammen. Und wenn die dann gehen, dann bin ich immer ganz traurig. Und ja, naja, ich habe mich auch schnell wieder eingekriegt, weil sie war ja auch nur 2 Tage hier. Das war ja auch klar, weil sie hat ja noch Schule. In Hamburg sind ja noch 2 Wochen Schule. Und ja, insofern habe ich mich dann, mein Mann ist ins Dorf gefahren, ins Lager, der hatte da zu tun und ich habe mich hier beschäftigt, habe versucht, mich abzulenken, habe Beschäftigungstherapie betrieben, das habe ich auch gerade in meinem Blog geschrieben und habe mir die Nägel ablackiert, die durften wieder neu gemacht werden. Auch wenn sie nicht vor Schönheit glänzen, dennoch sind sie selten und eine Farbe, die ich ganz schön finde, auf brauner Hand. Aber der Lack ist irgendwie nicht so meins. Naja, und die Füße habe ich auch neu lackiert, beziehungsweise habe einfach drüber lackiert, weil ich keinen Bock hatte, die abzulackieren. Und die sehen auch richtig schön aus. Ich habe durch Zufall einen braunen Nagellack von Catrice entdeckt, der schon wirklich bestimmt 6, 7, 8 Jahre vielleicht bei mir liegt. Ich weiß es gar nicht oder vielleicht nicht ganz so lange, aber der ist wie frisch, top, richtig flüssig. Flutschte der über meine Fußnägel. Bin begeistert. Habe ich euch ja nicht mitgenommen, weil ich will nicht immer so gerne meine Füße in die Kamera halten. Also ich finde ja Füße richtig eklig. Ne? Könnt ihr mir ja sagen, was ihr wollt. Aber Füße, nee. Mein Mann sagt ja, wieso? Füße sind doch nicht eklig. Natürlich sind Füße eklig. Die stinken, die sind eklig, die sind auch hässlich. Ich mag keine Füße. Naja, auf jeden Fall wollte ich die Griffel jetzt nicht hier schon wieder in die Kamera halten. Mache ich ja auch manchmal. Ist jetzt nicht so. Aber nee, also gestern hatte ich keinen Bock drauf. Habe mir die drüber gelackt und das war toll aus Braun. Jedes Mal, wenn ich meine Fußnägel betrachte, gerade bin ich begeistert. Richtig schöner Lack. Der würde jetzt auch gut zu diesem Outfit passen. Das ist ja so ein altrosa Kleid. Also ich bin da so ein bisschen traurig, dass ich das nicht gemacht habe. Aber die passen natürlich jetzt nicht so richtig. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir dann die Nägel lackiert und dann wurde es immer später und ich habe zu nichts mehr Lust gehabt, habe mich einen Fernseher angemacht, bei YouTube habe ich auch nichts gefunden, was ich mir angucken könnte, da habe ich gedacht, komm, geh ins Bett, noch ein bisschen Obst gegessen, hatte ich euch ja noch gezeigt und dann bin ich schlafen gegangen, habe mich unter das Dachfenster gelegt und habe richtig schittig geschlafen, ich will mal das Wort nicht nennen, ne? Ich habe wirklich nicht gut geschlafen, ich habe noch mit meiner Tochter gesprochen, das war alles nicht so, wie man sich das vorstellt und die Gedanken in meinem Kopf und das war alles nicht schön. Ich konnte einfach nicht gut schlafen. Es war so heiß, Leute, es war so heiß. Und dann war immer, das Dachfenster war auf meinem, der Wind, der knallt immer so auf meinen nassen Körper, der eher so nass geschwitzt ist, obwohl ich wirklich alle Fenster zugemacht hatte. Ja, das zog regelrecht, ja. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Es ist doch alles zu. Ich habe nur das Fenster aufgehabt oben bei mir. Und dann habe ich heute Morgen festgestellt, dass das Flurfenster nicht ganz zu war, wo wir uns immer schminken. Das hatte ich nur so zu gemacht, aber nicht richtig zugeklackt. Da war noch so ein Stück auf. Also hat es wahrscheinlich die ganze Nacht schön gezogen und ich lag da drunter. Ne? Also hoffen wir mal, dass wir nicht krank geworden sind. Aber auf jeden Fall, nee, die Nacht war nicht schön. Bin auch ein paar Mal aufgewacht und es hat auch ein paar Mal geknackt und ich habe keine Ahnung, also es war keine schöne Nacht. Mein Mann ist dann irgendwann spät gekommen, ich habe keine Ahnung, wann der gekommen ist und dann ja, ist heute Morgen wieder weg. Auf jeden Fall, das war das Wochenende, das war der Samstag, relativ ruhig, ein bisschen langweilig, aber für mich ist Langeweile nicht negativ besetzt, weil wenn ich Langeweile habe, dann hat das einen Grund, weil für mich gibt es keine Langeweile hier. Es gibt so viel zu tun. Ich kann das alles ausräumen, Staub wischen, wieder reinräumen. Ich kann alles, jedes Buch abwischen. Ich kann jeden Zettel umdrehen. Also ich beschäftige mich immer. Ich langweile mich nie, nie. Und wenn ich mich langweile, dann, weil ich es möchte. Ja, weil ich das brauche zum zum Entspannen und zum Abschalten. Ja, meine Lieben, das war der Tagesabschluss. Natürlich positiv. Er war schön. Es war ein schönes Wochenende und natürlich auch ein bisschen traurig, weil die Kleine wieder weg ist. Aber kein Problem. Das kriegen wir schon alles hin. War ein schöner Tag, ein schöner Abschluss. Vielen Dank fürs Zuschauen.